aber die halluzinatorischen oder prähalluzinatorischen Erleuchtungserlebnisse erzeugen durch die oberen Acheronta wiederum Gesichte, Vorstellungen, Bilder, und in den unteren Eucharonta Empfindungsemotionen, welche auch vorgestellt werden wollen, sodass diese spirituellen Führer sich aufgerufen anbieten, diese zu interpretieren, das Mene Tekel Upharsin an der feurigen Wand auszulegen. Und man weiß, dass die wahren Mächte nicht diejenigen Propheten, Führer, spirituellen Führer ausradieren, sondern nur die ganze Wahrheit entlarven und nicht die jeweils die eine Seite der eucharontischen, ihre Empfindungsphantasmen deutet, ihre soziale Herdenhordenverantwortung, die so lange funktioniert, dass die Herde groß bleibe und furchtbar fruchtbar, damit man den Gewinst, den Butter davon abschöpfen könne und all den Käse und die Wurst, genauso wenig wie die tetistischen Priesterlinge und Schamanen der oberen Acheronta, die, solange sie ihren Idealtätismus und ihre Ehrphantasmen und patriotischen Überschwänge und Idealismen so hinzubiegen vermag, gegenüber der Masse und der großen Elite, dass die Pyramiden auch gebaut würden. Sobald man auf der einen oder auf der anderen Seite seine Aufgabe erfüllt, im Wechselkampf der Produktion, die aus dem jeweiligen Entrechtung und Breitschlagen machen der je andere Seite besteht, zur gemeinsamen Synthetisierung lässt man alle spirituellen Führer und alle Schamanen oder auch vegetaristischen Schafsherden, Schäfer in Friede. Wie aber man zeigt die Wechseldialektik auf, dass die Wahrheit weder auf der einen noch auf der anderen Seite liegt, sondern dass diese Gesichte der unteren Acheronta und der oberen Acheronta nicht in der einen oder je anderen Weise dargelegt werden können als friedlicher Partikularismus oder als idealistisches Zielteleologisierung eines Elitarismus, dann wäre Victis.